Herzlich willkommen bei der DAFEPCON 2017. Heute ist der 3. März 2017 und wir freuen uns auf interessante Beiträge in diesem Block von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr von Tamara Kirschbaumer, David Rödler, Philipp Etzlinger und Heike Philp. Bevor wir beginnen, weise ich nochmals darauf hin, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Falls Sie damit nicht einverstanden sein sollten, bitten wir Sie, die Veranstaltung zu verlassen und sich im Anschluss die Aufzeichnung anzuhören. Ich möchte Ihnen auch aufs Herz legen, dass diese Konferenz auch eine hervorragende Networking-Gelegenheit ist. Wir laden Sie ein, uns in wenigen Worten in den Textchat zu schreiben, was Sie beruflich machen, woher Sie kommen. Ebenso, falls vorhanden, können Sie auch Ihre Twitter- oder Facebook-Account posten. Falls Sie über die Konferenz berichten, verwenden Sie bitte das Kürzel DAFWebCon. Mein Name ist Heiner Kossabil. Ich moderiere diesen Blog heute. Ja, und jetzt stelle ich Frau Kirschbaumer vor. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim österreichischen Integrationsfonds ÖIF. In Ihren Arbeitsbereich fällt die Erstellung von Lernmaterialien für den DAZ-Unterricht sowie die Evaluierung der frühen sprachlichen Förderung. Sie betreut außerdem die Webseite Mein Sprachportal des ÖIF. Sie hat ihr Studium Slawistik, Slowenisch sowie das freie Wahlfachmodul Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache an der Universität Ljubljana und Wien abgeschlossen, arbeitet nebenbei als literarische Übersetzerin und Radiomoderatorin und hat 2016 mit ihrer Doktorarbeit, also mit ihrer Dissertation, angefangen. Ich ziehe mich jetzt zurück und ich kann sehr gut. Ich begrüße jetzt auch nochmal alle Zuseher und Zuseherinnen der DAFWebCon zu meinem Beitrag. Wie schon erwähnt, mein Name ist Tamara Kirschbaumer, ich bin sprachwissenschaftliche Mitarbeiterin beim Integrationsfonds und habe die Ehre, heute ein ganz tolles Projekt vorstellen zu können. Und zwar ist das ein Projekt, bei dem ich selbst als Autorin mitgearbeitet habe. Das ist das Kinderbuch Schau ein Kakadu. Das ist ein Kinderbuch, Vorlesebuch zur Sprachförderung ab 4 Jahren, inklusive pädagogischer Begleitmaterialien und weiterer Aktivitätenblätter noch auf unserem Sprachportal. Und bevor ich mit Ihnen zusammen näher oder in das Kinderbuch hineinschlüpfe oder hineintauche, möchte ich ein paar Details noch zum Hintergrund und zur Projektidee nennen. So, ich hoffe, es funktioniert alles. Genau, also ich möchte eben, wie gesagt, zur Projektidee etwas sagen. Dann werden wir gemeinsam in das Vorlesebuch hineintauchen und die pädagogischen Begleitmaterialien kennenlernen. Ich werde Ihnen noch die Spieleposter zeigen und dann auch noch, wie Sie zu den kostenlosen Downloads gelangen. Zur Projektidee, was haben wir oder warum haben wir dieses Projekt gemacht? Der Integrationsfonds ist seit 2011 mit der Evaluierung der Konzepte und Schlussberichte zur sprachlichen Förderung betraut und im Rahmen dieser 15a-Vereinbarung, die österreichweit gilt, konnten wir auch durch Hospitationen in Kindergärten ein wenig hinter die Kulissen schauen und auch sehen, was gut funktioniert, welche Materialien gut ankommen, wo es noch Bedarf gibt und so weiter. Und vor 1,5 Jahren circa waren wir gerade im Gespräch mit dem Belvedere Museum und Belvedere Learning Center, die auch Führungen durchs Museum für Kindergärten anbieten und haben uns überlegt, welchen Beitrag, welches Produkt wir den Kindergartenpädagoginnen in Österreich zur Verfügung stellen könnten. Und da kam sehr schnell die Idee auf, wie man Kunst in den Kindergarten bringen kann, wie man durch Kunstvermittlung auch lebendiges Sprachenlernen unterstützen kann.
Und ja, so ist irgendwie mal die grobe Idee entstanden. Und dann habe ich mich ins Belvedere begeben zu zwei Kunstpädagoginnen und einer Illustratorin. Und wir haben gemeinsam mal überlegt, wie wir das Projekt angehen können. Und der Kakadu wird auch im Belvedere für diese Führungen für die Kinder als Maskottchen herangezogen. Da gibt es so eine Handpuppe und die Kinder fliegen mit dem Kakadu von Bild zu Bild. Wir haben ja schon, oder das war irgendwie dann gleich das Hauptmotiv, den Kakadu dann auch im Kinderbuch als Leitfigur zu verwenden und auch, weil der Kakadu ja eine Papageienart ist und Sprache erlernen kann bis zu einem gewissen Grad, passt er irgendwie ganz gut in dieses Buch hinein. Dann haben wir mit den Kunstpädagoginnen uns überlegt, welche sprachlichen Handlungsfelder gibt es im Kindergarten und wie können wir diese mit der Kunst, mit den Gemälden verknüpfen. Dann haben wir Gemälde ausgewählt und unser Augenmerk war dabei, dass der Künstler und die Künstlerin das sprachliche Handlungsfeld umrahmt. Was das aber jetzt genau bedeutet, auf das werde ich noch zu sprechen kommen. Das heißt, der Kakadu ist unser Ausgangspunkt gewesen. Er taucht von Bild zu Bild auf einer Art Traumreise und nimmt auch bei jedem Bild einen kleinen Schatz mit. Ja. Das Produkt ist eben für die Zielgruppe der Kinder ab 4 Jahren, wobei es eigentlich egal ist, ob die Kinder Deutsch als Zweitsprache oder Erstsprache haben, sowohl als auch geeignet. Genau. Genau. Also, kurz zum Produkt. Was ist da alles dabei? Das Produkt kommt zusammen eben mit dem Vorlesebuch, mit den pädagogischen Begleitmaterialien. Vielleicht sehen Sie das, wenn ich das auch so ins Bild halte. Genau. Hier sind Karten drinnen. Es ist ein stärkeres Papier mit einer Perforierung zum Heraustrennen. Die Seiten sollten aber wahrscheinlich laminiert werden, um lange zu halten im Kindergartenalltag. Dann gibt es zwei Spieleposter noch. Die Vorder- und Rückseite ist bedruckt. Das heißt, Sie haben vier Poster, die Sie auch im Kindergarten an die Wand kleben können und mit den Kindern so auch die Gemälde betrachten. Und dann gibt es noch eine Rückseite mit einem Lesezeichen und weiteren Links zu diesen Gratis-Downloads, die ich schon erwähnt habe. Genau. Wir haben darauf geachtet, dass wir vor allem österreichischen Künstlerinnen und Künstlern die Bühne überlassen. Jedoch ist auch ein Bild von Claude Monet drinnen. Genau, und wie ich auch schon erwähnt habe, der Kakadu reist eben von Bild zu Bild. Sprachliche Handlungsfelder. Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt vielleicht in den Vollbildmodus wechseln, damit Sie auch mitlesen können, wenn das vielleicht sonst zu klein ist. Ich werde das auch machen. Genau. Wir haben folgende sprachlichen Handlungsfelder uns überlegt für dieses Buch. Das sind zum einen Farben und Formen. Das passt ganz wunderbar zu Gustav Klimt, der ja auch mit Farben und Formen gespielt und experimentiert hat. Obst, Gemüse. Johann Knapp bietet sich da an mit der Huldigung an Jacquin. Körperteile und Bewegung. Egon Schiele, die Umarmung. Körpersprache und Gefühle. Josef Tannhauser. Die Schachpartie. Dann ein sprachliches Handlungsfeld ist noch narratives Erzählen. Hier hat sich Wilhelm Trübner mit Cäsar am Rubikon angeboten. Jahreszeiten und Landschaften. Tina Blau, Frühling im Prater. Lautmalerei mit dem Oppenheimer. Und Imagination und Träume eben mit Claude Monet. Wie Sie jetzt die pädagogischen Begleitmaterialien zum Kinderbuch verwenden, als Orientierungshilfe gibt es für jedes Kapitel ein
Symbol, das sehen Sie hier auf der Seite dann. Das ist zum Beispiel der Bauchnabel bei Körperteile und Bewegung oder die Schachfigur bei Körpersprache und Gefühle. Warum das so ist, werden Sie noch sehen. Genau. So, dann beginnen wir auch schon. Also das Buch beginnt damit, dass der Kakadu eben hier sitzt und zu träumen beginnt und sich auf eine Traumreise in das Schloss Belvedere begibt. Vielleicht zur Info, das Belvedere hatte vor langer, langer Zeit auch einen Tiergarten und der Kakadu war das erste exotische Tier in diesem Tiergarten und es gibt tatsächlich noch diesen Kakadu, diesen Original-Kakadu im Naturhistorischen Museum, zwar nicht mehr lebendig, aber dennoch im Original zu bewundern. Genau, und die Illustratorin hat das sehr schön gelöst in den Tiergarten und dann rechts den Belvedere und ganz hinten im Eck, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, ist sogar noch ein Baukran zu sehen, der derzeit auch dort steht in der Nähe vom Hauptbahnhof in Wien. Das heißt, sie hat da wirklich auch mit den zeitlichen Ebenen ganz toll gespielt. Und der Kakadu begibt sich hier halt auf seine Traumreise. Für die Kinder gibt es wirklich viel zu entdecken in diesem Bild. Und jetzt weiter, das pädagogische Begleitmaterial, das hier dazugehört, ist, wenn die Kinder sich schon ein bisschen mit der Geschichte vertraut gemacht haben, gibt es hier ein Arbeitsblatt, das heißt Schauen Kakadu spaziert durch den Schlossgarten. Man kann die Geschichte ein bisschen Revue passieren lassen und auch dieses erste Bild von diesem Schlossgarten zeigen. Und dann sich mit dann den Kindern vermitteln, dass der Kakadu den Weg zum Schloss vergessen hat und jetzt gemeinsam mit den Kindern durch dieses Labyrinth irrt und Begleitung braucht. Und er braucht vor allem sprachliche Begleitung und stößt hier immer wieder auf Gegenstände, die benannt werden können, die Gesprächsanlass sein können. Also hier wird vor allem das spontane Sprechen auch gefördert. Genau. Das nächste Bild ist dann das Schloss und Museum. Hier war es uns auch wichtig, das Museum als öffentlichen Ort zu thematisieren, da Kinder eben ab dem vierten Lebensjahr, kann man schon sagen, auch mit dem öffentlichen Ort vertraut gemacht werden. Vorher spielt sich alles zu Hause ab und alles im Vertrauten und dann treten plötzlich auch öffentliche Räume ins Leben, in der Kindergarten, Schule etc. und auch das Museum. Bei der Führung in Belvedere wird hier auch immer thematisiert, was darf man in einem Museum tun, welche Regeln gibt es. Muss man sich gleich verhalten wie zu Hause oder anders? Und hier entdeckt der Kakadu schon ganz hinten im Bild, sehen Sie vielleicht die Blumenwiese schon vom Kind, entdeckt er halt ein Bild und taucht dann in ein Bild hinein. Als Begleitmaterial haben wir uns hier gedacht, zuerst mal diese Sprechkrone, wie ich sie gerne nenne. Sie können den Kindern hier eine Krone basteln, die sie sich dann aufsetzen können, wenn sie Geschichten erzählen lassen möchten, beziehungsweise das Kind, das die Krone trägt, darf erzählen. Und die Krone, das ist jetzt nicht ein Arbeitsmaterial per se, sondern eher ein Begleitmaterial. Das können Sie dann für verschiedene Arbeitsblätter einsetzen. Und hier gibt es noch ein Arbeitsblatt, das heißt, schau, ein Kakadu erzählt ein Märchen. Hier gibt es Märchenkarten, die können erstens mal benannt werden mit den Kindern, in die Mitte, in einer Kleingruppe, in die Mitte, in einem Sitzkreis gelegt werden. Und dann kann sich entweder jedes Kind eine Karte aussuchen oder sie lassen die Karten, drehen die Karten um und lassen eine Karte ziehen. Und versuchen dann mit den Kindern gemeinsam eine Geschichte zu entwickeln. Das heißt, sie legen die erste Karte hin und so weiter. Die
Spielanleitung finden Sie auf jeden Fall auf dem Sprachportal auch. Und ich zeige Ihnen noch die Adresse. Ja, der Kakadu taucht eben hier ein in das erste sprachliche Handlungsfeld, das hier Farben und Formen heißt. Das ist der Kuss von Gustav Klimt. Hier bestaunt der Kakadu das Bild, sieht die Farben, die Formen und ist ganz listig und stibitzt sich hier auch eine goldene Spirale. Genau, als pädagogisches Begleitmaterial bietet sich hier natürlich an, mit Farben und Formen zu spielen. Die Kunstpädagoginnen haben sich hier das Spiel Schnapp die Form ausgedacht. Ich werde es jetzt nicht genau erklären, ich werde wieder nur erwähnen, dass es die Anleitung auf dem Sprachportal gibt. Diese Karten eignen sich vielleicht aber auch, um Quartett zu spielen. Also wir haben sie extra mal vier, jede Form mal vier abgedruckt. Und das Material eignet sich natürlich auch als freies Handmaterial im Kindergarten, das Sie den Kindern dann auch zur Verfügung stellen können. Wie bereits am Anfang erwähnt, vielleicht laminieren zur Sicherheit. Genau. Das nächste sprachliche Handlungsfeld ist Obst und Gemüse. Hier haben wir das Bild Huldigung an Jacquin von Johann Knapp gewählt, da es sich unglaublich gut anbietet, weil auch ein zweiter Kakadu im Bild ist und es eine Vielzahl an Früchten und Gemüsesorten aufweist. Hier sieht der Kakadu den zweiten Kakadu, der seine Brombeere verloren hat und hilft ihm, die Brombeere zu finden und sie teilen das dann. Ich habe schon erzählt, dass der Kakadu sich immer ein Detail aus dem Bild mitnimmt. Wenn Sie vielleicht aufgepasst haben, am Kopf trägt er nun die goldene Spirale und hier bekleckert er sich mit der Brombeere und hat dann auf der Brust so einen Brombeerfleck, so einen violetten. Genau. Hierzu haben wir auch einen Online-Gratis-Download. Der heißt Schau, ein Kakadu nascht im Garten. Sie finden auch immer das Symbol ganz oben rechts im Eck, das dazugehört zum jeweiligen Kapitel. Bei dieser Übung geht es darum, dass Sie den Kindern mal die Früchte austeilen und sie benennen lassen. Sie können die Silben der Früchte nachklatschen und die Früchte anmalen. Und dann gibt es so eine Trennlinie in der Mitte dieser Karten. Also die Karten werden anschließend in zwei Teile geschnitten und die Kinder dürfen dann ihre Früchte teilen und so entstehen dann auch neue Wörter. Also es ist eine Übung zur Kompositorbildung und zum Erwerb des grammatikalischen Geschlechts auch gut geeignet. Es entsteht dann zum Beispiel die Apfeltomate oder der Tomatenapfel. Die Wörter werden immer von oben nach unten gelesen und ist auch eine ganz feine und lustige Übung. Die Kinder machen das sehr, sehr gerne. Das nächste Kapitel, Körperteile und Bewegung. Hier haben wir ein Bild von Egon Schiele, die Umarmung gewählt. Der Kakadu merkt hier in diesem Bild, dass das Pärchen eigentlich lieber für sich ist und erkundet das Bild aber trotzdem und stellt irgendwie fest, er sieht ganz anders aus als ein Mensch und er möchte jetzt auch einen Bauchnabel haben, den er bei der Frau auf dem Bauch entdeckt hat und nimmt sich quasi aus diesem Bild einen Bauchnabel mit. Und als pädagogisches Begleitmaterial haben wir hier eine Übung in Reimform. Das soll die Kinder zum Mitlesen quasi motivieren, indem sie die Wörter, die Bilder, Symbole hier vorgeben, nennen. Zum Beispiel hier auf dem Popo kann ich sitzen und dabei meine Ohren spitzen. Und hier vergleicht sich eben ein Kind mit einem Kakadu. Ja, was hat dann ein Vogel und was habe ich? Zu diesem Kapitel gibt es auch ein Spieleposter. Auf diesem Spieleposter sind eben Felder,
wo die Kinder bestimmte Körperteile zeigen müssen, zum Beispiel die Arme, die Nase, den Mund. Und es gibt aber auch grüne Felder mit einer Feder, wo die Kinder auch etwas verstecken können, ein Körperteil verstecken, das sie nicht gerne zeigen möchten. Es geht ja eben auch um das Schamgefühl und um Gefühle generell. Das Symbol für dieses Kapitel ist der Bauchnabel. Genau. Die Spielanleitung gibt es auf dem Sprachportal. Das nächste sprachliche Handlungsfeld heißt Körpersprache und Gefühle. Hier haben wir das Bild Die Schachpartie von Josef Dannhauser ausgewählt. Das ist ein unglaublich tolles Bild für diese Zeit, da die Frau hier beim Schach gewinnt. Und Josef Dannhauser spielt sich hier sehr schön und gekonnt mit der Mimik, das sich natürlich auch eignet für den Vogel, um zu entdecken, dass er keine Augenbrauen hat und Augenbrauen ihm helfen würden, ein ausdrucksstarkes Gesicht zu bekommen. Und aus diesem Bild nimmt sich unser Vogel Augenbrauen mit, ja, und erkundet eben die Gesichter, wie sieht ein Verlierer aus, wie sieht eine Gewinnerin aus, wer ist hier stolz, wer ist neidisch. Und als Begleitmaterial hat sich hier angeboten, eine Gefühlsuhr zu basteln mit dem Kakadu. Schalenkakadu fühlt sich mal so und mal so. Diese Gefühlsuhr kann auch natürlich für jede andere Aktivität auch eingesetzt werden, mit den Kindern besprochen werden. Und auf einem Spieleposter haben wir so eine Art Mensch, ärgere dich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das wieder sehen. Ich halte das mal so vor die Kamera. Das heißt nur die Ruhkakadu. Genau, weil gewinnen und verlieren will ja auch gelernt werden. Es bietet auf jeden Fall auch tolle Sprechanlässe. Das nächste sprachliche Handlungsfeld, narratives Erzählen. Als wir in Belvedere uns auf Bildersuche begeben haben, hat mir dieses Bild einfach so gut gefallen, dass ich jetzt unbedingt auch im Kinderbuch haben wollte. Das Bild heißt Cäsar am Rubikon. Das ist auch der Hund von Wilhelm Trübner, der mit Vorliebe seinen Hund gezeichnet hat. Eine Dogge ist das, der Cäsar, der eben am Rubikon steht und hier auf die Wurstspitze, auf die Knackwurst schielt. Und der Kakatu hilft ihm hier einen Teil der Knackwurst abzubekommen. Und dieses Bild eignet sich irrsinnig gut zum Nacherzählen, da hier auch sehr mit Spannung und Spannungsaufbau gespielt wird. Wir haben uns hier überlegt, einen Sprechschnabel, wie ich ihn gerne nenne, basteln zu lassen. Das heißt, sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Die Kinder, sie können mit den Kindern hier das Buch durchblättern und die Kinder dürfen hier etwas zum Buch erzählen, dazu erfinden, nacherzählen. Genau. Also hier geht es ums Erzählen generell. Das nächste sprachliche Handlungsfeld, Jahreszeiten und Landschaft. Hier haben wir ein Bild von Tina Blau gewählt, das heißt Frühling im Prater. Hier entdeckt der Kakadu den Frühling, der gerade beginnt. Die zwar noch ein wenig karge Frühlingslandschaft, aber dennoch spielen die Kinder schon in kurzen Hosen auch im Fluss hier und er entdeckt hier den Frühlingsduft und nimmt sich aus diesem Buch auch eine Krokusblume mit, einen Krokus mit. Genau. Zu diesem Bild gibt es auch ein Spieleposter. Hier haben wir auch Sachen versteckt, die nicht in den Frühling passen. Das heißt, die Aktivität hier ist mit den Kindern herauszufinden, was passt in den Frühling und was passt nicht in den Frühling. Und dieses Spiel ist natürlich beliebig erweiterbar. Vielleicht, wenn man das Poster auf eine Magnettafel hängt und andere Gegenstände dazu
pinnt mit einem Magneten oder weitere Anregungen sind auch auf der Spieleanleitung zu finden. Dann haben wir ein Kapitel der Lautmalerei gewidmet. Hier haben wir ein Bild von Oppenheimer und zwar heißt das Gustav Mahler dirigiert die Wiener Philharmoniker und das Bild bebt einfach nur von lauter Musik und Tönen und Klängen. Es ist unglaublich pompös und farbenprächtig und der Kakatu fängt hier natürlich sofort an zu singen und bekommt einen Ohrwurm davon und der Ohrwurm kriecht ihm auch hin und her, hinterher, nicht hin und her. Sie sehen das vielleicht hier, genau. Als Gratis-Download haben wir hier Kärtchen, die heißen Schau, ein Kakadu ist mal laut und mal leise. Diese Kärtchen können, denke ich, dann wieder besprochen werden. Die Laute können nachgeahmt werden. Man kann hier auf Geräuschsuche im Kindergarten gehen oder auch draußen und so weiter. Also hier sind auch wieder Spieleanregungen en masse gegeben. Und eines der letzten Bilder, das wir uns überlegt haben, das auch bei der Führung immer das letzte Bild ist, ist nach so viel neuem Wortschatz und neuen Eindrücken, es ist immer ganz gut, alles ein wenig ruhen zu lassen. Das eignet sich ganz hervorragend bei Claude Monet, der Weg in Monets Garten. Das sprachliche Handlungsfeld ist hier Imagination und Träume. Der Kakadu lässt hier quasi das Erlebte Revue passieren. Genau. Ich weiß nicht, ob Sie alles sehen. Ich hoffe schon. Das ist ein total nettes Bild. Auch der Ohrwurm hat hier einen Deckel auf seiner Tröte, damit er ihn nicht mehr stören kann beim Träumen. Und alle Wörter, alle Schätze, die der Kakadu auch mitgenommen hat, werden hier nochmal auch im Reim aufgegriffen. Zur Sprache vom Kinderbuch vielleicht, das hätte ich gerne anfangs erwähnt, ist mir aber entfallen. Ich wollte das Buch absichtlich nicht oder den Text nicht vereinfachen, sondern auf einem eher höheren Niveau lassen und habe mich dann, nachdem ich alles in Prosaform geschrieben habe, habe ich mir dann ein Herz gefasst und alles in Reimform geschrieben. Es gibt auch einen Refrainartige Wiederholungen. Erstens, um einfach die Lautmalerei hineinzubekommen, die Affinität zur Sprache auch ein bisschen zu erwecken von den Kindern. Die Merkfähigkeit spielt irrsinnig eine große Rolle beim Sprachenlernen. Und das macht einfach Spaß, irgendwie so spielerisch mit Sprachen umzugehen. Also ist das Buch auch in Reimform geschrieben, enthält aber trotzdem einen sehr reichen Wortschatz. Genau. Ja, zum Monet gibt es einen Online-Gratis-Download, der hier geht es ein bisschen um Claude Monet und dann auch um die Träume. Und das sehen wir jetzt hier nicht anscheinend. Wir haben uns hier auch noch überlegt, einen Traumfänger basteln zu lassen. Die Bastelanleitung gibt es dann auch online. Und die Kinder Träume erfinden zu lassen, gute und schlechte Träume und welche Träume sie dann durch den Traumfänger lassen und so weiter. Die letzte Seite heißt bereit für eigene Abenteuer. Langsam wacht der Vogel auf, streckt die Flügel, reibt den Bauch. Zum Träumen soll es nun weitergehen. Er will noch ganz viel Schönes sehen. Zum Leben kommt dann jedes Bild, wenn man es mit seinen Träumen füllt. Das war für uns ein ganz toller Abschluss. Das Bild hat eine Feder bekommen, eine quasi Traumfeder. Und jetzt kommt der Traumfänger, sehe ich gerade. Genau. Hier können eben die Kinder dann einen Traumfänger basteln. Und hier geht es dann wirklich um Träume.
Genau. Alle Makralen finden Sie unter www.sprachportal.at/kakatu. Hier gibt es einen Direktlink. Oder Sie navigieren sich, wenn Sie auf dem sprachportal.at sind, über das Sitemap, die Sitemap, Entschuldigung, für Deutsch lernen für Kinder, und dann sehen Sie schon Kakadu. Und der Inhalt sind eben 18 weitere Aktivitätenblätter zusätzlich zu dem pädagogischen Begleitmaterial, das sowieso bei dem Buch dabei ist, und Spieleanleitungen zu diesem Begleitmaterial. Die Seite sieht dann so aus. Genau. Und hier gibt es dann Ja, Materialien zum Download eben. vielen Dank. Genau, das Ja. wollte ich Ihnen Und bevor vorschlagen, ich jetzt meinen Beitrag dass Sie die beende, Links einfach möchte in ich Sie den noch auf den Link zur Chat virtuellen Mesh tippen, aufmerksam machen. Dann gehe und ich dann gleich können die da Teilnehmer rein. und Und Teilnehmerinnen meine direkt E-Mail-Adresse finden Sie das auch dort. klicken. Vielleicht Es gab füge ich Sie eine jetzt dann auch noch in den Frage, Chat ein. mit wie vielen Personen man rechnet bei einem Schlossbesuch. Da wir jetzt halt schon außer unserer Zeit sind, können Sie auch Genau. gerne diese Frage in dem Chat beantworten. Ja, und vielen Dank für Ihren Beitrag. Und ich denke, es lohnt sich, auf der Seite Ja, kann ich gerne umzuschauen. machen. Ja. Ja, danke schön. Okay.